dann finde. Genau. Ich freue mich mega, hier sein zu dürfen. Und ich sehe mich schon ein bisschen als Lückenfüllerin, aber es ist völlig okay. Ich kann über dem wirklich stehen. Und ich freue mich mega, dass ich euch heute etwas erzählen darf von meinem Leben. Ich stelle mich selber auch noch ein bisschen vor. Ich bin genau genommen, ja wirklich 19 Jahre schon Worship-Leiterin. Das ist wirklich lang. Ich kam mit 17, kam ich ins ICF Bern. Und habe dort dann in der Jugendarbeit, in der Jugendband, in der Youthband begonnen zu singen. Und habe in den letzten 19 Jahren sehr viele Hochs und sehr viele Tiefs erlebt, die mich stärker gemacht haben, die mich, glaube ich, auch heute da stehen lassen, wo ich heute bin. Und ich möchte kein einziges Erlebnis auch missen, weil ich glaube, dass Treue an einer Gemeinde gegenüber, aber auch Treue Gott gegenüber extrem viel Kraft hat, damit wir persönlich weiterkommen. Überall, wo Christen sind, gibt es auch Konflikte und so auch in der Kirche. Und diese müssen wir lernen auszuhalten, weil wir dadurch wachsen können. Ich habe ganz viele solche Sachen erlebt. Genau, ich habe 3 Kinder. Wir haben sehr jung schon Kinder bekommen. Ich wurde schon mit 20 Mama. Das heißt, unsere älteste Tochter kommt im Sommer schon aus der Schule und beginnt eine Lehre. Genau, die zweite ist 13 und unser jüngster Sohn ist 10. Ich habe einen wunderbaren Mann. Er ist Bauer zu einer Hälfte und zur anderen Hälfte arbeitet er als Rettungssanitäter in der Stadt Bern. Genau, ich möchte euch ein bisschen von meinem Leben erzählen, weil ich bin 35 jetzt, es ist eigentlich recht jung und ich habe trotzdem schon ein paar Sachen erlebt, die ich euch einfach ein bisschen erzählen möchte von meinem Herzen. Und ich muss schnell einen Schluck Wasser trinken. Das ist auch immer was, was ich brauche. Genau, und zudem bin ich immer noch im ICF. Genau, alles. Darf ich da drauf stehen oder lieber nicht? Das passt gut. Nicht, dass du dann... Ich bin im Keller. So. Genau, ich war 10 Jahre im ICF angestellt, von 23 bis 33 Jahren war ich 30% angestellt als Worship Ministry Leiterin und Hauptleiterin und hatte dann ein wunderbares Team um mich. In dieser Zeit bin ich ein Jahr davon in Amerika gewesen, das erzähle ich euch dann noch. Und bin jetzt aber nicht mehr angestellt. Ich habe vor 2,5 Jahren gekündigt und zwar einfach, weil ich merkte, dass was Neues kommt. Gott hat ganz klar gesprochen, gesagt, es ist was Neues dran. Und das Neue, wo ich jetzt noch drin bin, das ist jetzt ein Gebetshaus, das ist extrem mein Herz. Wir sind in Thun im Aufbau von einem Gebetshaus, das ist ein 24-7-Gebetshaus, das ist mein Herz, dass Gott Tag und Nacht angebetet wird. Und ich merke, dass da was kommt, wo Gott seine Braut ruft, um aus den Gemeinden zu kommen, eins zu werden und miteinander Gott anzubeten. Und das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache, jetzt in diesem Team zu sein und zu schauen, wie Gott das baut. Ich bin immer wieder mal als Referentin unterwegs, auch schon in Deutschland gewesen. Es ist wirklich so spannend, wie Gott mir da einfach die Türen öffnet, ohne dass ich es will und nie gedacht hätte. Ich hätte mir vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich überhaupt sprechen kann vor Leuten. Singen ist eins, da kann man sich ein bisschen verstecken hinter der schönen Stimme. Aber zu sprechen, ich habe immer gedacht, ich kann das nicht. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Und habe aber gemerkt, dass Gott da etwas in mein Herz gelegt hat, dass er möchte, dass ich das sage. Ich bin sehr ein bisschen provokant auch und sehr, sehr klar. Und ich merke, das ist etwas, was wir heute immer wieder hören müssen. Klare Nachfolge, kompromisslose Nachfolge. Und das ist mega mein Herz. Genau, wie gesagt, ich habe gestartet mit 17 im ICF. Und da, ja, ganz ehrlich, ich bin im Adonia aufgewachsen, habe schon jemand gehört, da, Adonia, gell, haben wir uns wieder gesehen. Mega cool. Jahre nicht und dann sieht man sich wieder. Und wenn man so jung ist und talentiert ist, dann ist das einfach das einzige Wichtige ist am Anfang, man will einfach gesehen und gehört werden. In meinem Fall war das ganz stark so. Ich würde behaupten, ich habe ein bisschen zu wenig Anerkennung bekommen als Kind. Ich war sehr ein grobes Kind, sehr laut immer und ein bisschen aufmüpfig und rebellisch. Und ich habe einfach diese Wörter immer gehört. Sei nicht so laut und jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück. Aber eigentlich wollte ich eine hübsche junge Frau sein, die gewertschätzt wird. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich eine schöne Stimme bekommen habe. Und als ich dann ins ICF kam, war das am Anfang einfach ein Geschenk, dass ich meine Begabung so ausleben durfte. Aber ich war alles andere als entspannt auf der Bühne. Ich war alles andere als frei auf der Bühne. Es war unglaublich schwer, sich selbst auf diese Bühne zu stellen und mit sich so selbst beschäftigt zu sein. Wie sehe ich aus? Sitzt meine Hose richtig?
richtig, ist meine Frisur gut? Ach, dieser Junge ist auch da, Scheibe, was mache ich nur? Oh, und dieser starrt mich immer an, aber der ist so doof. Und nein, einfach all, genau, all diese Sachen. Und die haben mich so begleitet in meinem jungen, in meinen jungen Jahren dann als Worshipperin. Ich bin dann mit 20 ungewollt schwanger geworden von meinem jetzigen Mann, Gott sei Dank, wunderbar. Aber das war etwas, das ist so ein erster Bruch, der in meinem Leben gekommen ist. Auf einmal hat es geheißen, was, dieser Engel ist schwanger. Diese Frau mit dieser schönen Stimme, die ist sündig. Oh, krass. Und das erste Mal kam so etwas in mein Leben, dass ich wusste, okay, ich bin nicht so perfekt. Das alles, was ich hier gespielt habe auf der Bühne, das, jetzt sieht man es. Ich habe dann ein Jahr lang habe ich dann Auszeit genommen, bin von der Bühne weggegangen, auch weil wir das einfach so miteinander besprochen haben als Team. Wir haben dann geheiratet und genau, unsere Tochter kam dann auf die Welt. Und dann habe ich etwa nach eineinhalb Jahren wieder eingestiegen im Worship-Team. Das war die erste Lektion in meinem Leben. Gott sucht nie perfekte Leute auf der Bühne. Und das ist das Schlimmste, was wir den Leuten erzählen können oder vormachen können, dass eine schöne Stimme und dass das gut aussehen oder was auch immer, dass das etwas ist, was, das ist nicht repräsentativ, das ist nicht gesund. Sie müssen sehen, dass wir Menschen sind, die Gott lieben und nicht uns selbst darstellen möchten. Ich bin dann mit 23, wie gesagt, Worship Ministry Leiterin geworden, sehr, sehr jung. Ich war dazu mal ein bisschen rebellisch. Ich habe immer gedacht, ich wüsste alles besser als mein Pastor. Ich habe ihm sehr viel widersprochen und gesagt, aber der Worship muss doch so sein und die Anbetung muss doch so sein. Und auch da habe ich viele Lektionen gelernt. Ich bin dann, ja, musste mich vielmals auch wieder entschuldigen bei ihm und einfach bemerkt, dass Gott hat mir dann irgendwann mal aufgezeigt, dass er mir gesagt hat, schau, wenn du nicht lernst, deinen Pastor, deine Vorgesetzten zu ehren, Maria, dann werde ich dich nie zu Ehren kommen lassen können. Und nicht, weil ich nicht will, aber du stehst dir selbst im Weg. Weil wenn wir unsere Leiter, unsere Vorgesetzten nicht ehren, das heißt nicht, dass wir immer gleicher Meinung sein müssen. Das meine ich nicht damit, aber dass wir grundsätzlich mit ihrer Position als unsere Leiter eins sind und ja sagen können, auch mal was tun können, was wir vielleicht nicht so sehen. Da fällt uns keine Krone, kein Zacken aus der Krone. Und das war für mich mega ein Weg dann zu dieser Heilung. Ich habe mich dann bei ihm auch entschuldigt und gesagt, hey, ich will das nicht, ich will nicht aufmüpfig sein. Ich merke einfach, dass ich einen Hunger habe, auch nach mehr. Und dann nach ein paar Jahren ICF-Dienst, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte mit 25 schon drei Kinder, war 30% angestellt in der Gemeinde. Ich war einfach immer going on. Also mein Leben war einfach ein dauerndes Tun und Machen und in der Gemeinde hier und da und dort. Und die Wochenenden waren gefüllt mit Besuch und Besuch haben. Und ich konnte mit meinen Kindern fast nicht zu Hause sein. Ich habe sie immer mitgenommen, bin wieder zu jemandem zu Besuch gegangen. Wir hatten einen großen Freundeskreis und ich wollte alle diese Beziehungen pflegen. Aber am Abend bin ich viel ins Bett gefallen und habe zu mir gedacht oder zu mir gesagt und für mich gedacht, das ist nicht alles. Wenn ich so weitermache, dann, das ist nicht gesund, da passiert irgendwas, was ich nicht handeln kann. Ich stand lange auf der Bühne als Worship-Leiterin, habe über einen Gott gesungen, der gut ist, der wahrhaftig ist, der Heiler ist. Und selber wusste ich, mein Glaube ist tot, der ist nicht wirklich lebendig. Ich kenne ihn nicht wirklich, diesen Vater. Ich kenne ihn nur vom Hören sagen. Weshalb? Weil ich so sehr mit mir beschäftigt war, mit dem, was ich tat. Und nicht die Zeit hatte, diesen Vater kennenzulernen. Ich wusste, wenn mein Mann sterben würde, ich wäre nirgends mehr. Wenn ich krank werden würde, eine unheilbare Krankheit, ich wusste, meine Identität wäre komplett am Arsch. Und das hat mir so Angst gemacht. Und dann kam wirklich so ein Prozess ins Rollen, wo mein Mann und ich immer wie mehr gesprochen haben, miteinander gesagt haben, gibt es denn keinen Ausweg aus diesem Busy Life? Gibt es keine andere Lösung? Wieso können wir nicht unseren Gott kennenlernen? Wir sind doch in einer Gemeinde, wir machen doch so viel Gutes. Wieso kommen wir nicht weiter in unserem Glauben? Ich konnte keine 5 Minuten auf unserer Couch sitzen und stille Zeit machen. Das ging nicht. Die Bibel war für mich tot. Ich hatte keine Offenbarung über dieses Wort. Und ich kannte diesen Vater nur vom Hören sagen.
Es war eine unglaubliche Armut in meinem Herzen. Und diese Armut, die wechselte dann so in ein Feuer, in eine Leidenschaft. Gott, wo bist du? Ich will dich. Was ich hier tue, das macht keinen Sinn. Und was ich auch bemerkt habe, ist, wenn wir auf der Bühne stehen, nur als Job oder weil wir in dieser Gemeinde sind, dann werden wir diesen Job bei jedem Windstoß, der kommt, wahrscheinlich an den Nagel hängen. Dann ist es für uns nicht so wichtig, weil Worship gar kein wirklich Stellenwert in unserem Leben hat. Es ist einfach ein Bühnenprogramm und nicht ein Lifestyle. An einem Abend haben mein Mann und ich beschlossen, dass wir ein Jahr Auszeit nehmen werden, dass wir alles auf eine Karte setzen werden und alles loslassen werden, was uns lieb ist. Das war eine unglaubliche Entscheidung. Ich weiß bis heute, dass dort der Heilige Geist ganz, ganz, ganz klar und deutlich etwas in unser Herz gesetzt hat, sonst hätten wir uns bestimmt wieder umentschieden. Und wir sind dann nach Amerika gegangen, zu IHOP, das ist der International House of Prayer in Kansas City. Das ist ein Gebetshaus, das jetzt wahrscheinlich seit circa 20 Jahren nonstop Anbetung und Gebet ist. Es ist auch eine Kirche, sie haben auch eine große University mit Bible School, Media School und Worship School. Und wir wollten zuerst zu Hillsong oder zu Bethel, irgendwo, wo ich dann ein Internship machen konnte. Und Gott schloss alle Türen und alles irgendwo, wo wir uns anschließen wollten und mitarbeiten wollten, sagte man uns, nein, geht nicht. Ihr seid nur Touristen, ihr könnt nicht. Mit diesem Visum könnt ihr nicht studieren. War alles, was wir wussten, als wir dann nach Amerika gingen, das war im Jahr 2011 im Sommer, war das, wo unsere zwei Mädchen in die Schule gehen würden und dass wir in dieses Gebetshaus gehen würden. Und sonst war meine Agenda leer ein ganzes Jahr. Das war wirklich 10-mal tot für mich. Ich bin wirklich x-mal gestorben auf dieser Armut von dieser leeren Agenda. Ich habe keine Freunde, niemand kümmert sich um mich, niemand lädt mich ein. Ich kann nicht singen, niemand will mich. Ich kam dann nach IHOP und dort hatte es 1000 gute Sänger, überspitzt natürlich. Ich war auf einmal ein Niemand mehr. Und dort an diesem Ort hat Heilung begonnen in meinem Herzen. Wir sind dann einfach abwechslungsweise, mein Mann und ich, in dieses Gebetshaus gegangen. Zuerst saß ich 5 Minuten da und dachte, das halte ich keine 10 Minuten mehr länger aus. Was soll ich hier? Was passiert da? Ich sah all diese Leute, die so feurig waren für Jesus und ich wusste, ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Was ist das, was diese Leute haben? Und das war ganz schlimm. Am Anfang habe ich das so wie überspielt und gedacht, das muss ich auch nicht haben, ich kann ja anders sein. Aber weißt du, das hat was ausgelöst in meinem Herzen, dass ich wusste, sie haben etwas, was ich eben noch nicht habe, was notwendig ist für mein Leben, damit ich heilen kann. Mit der Zeit bin ich eine Stunde im Gebetshaus gesessen und es kam mir vor wie 10 Minuten. Und ich dachte, was, schon eine Stunde um? Und auf einmal wurde die Bibel lebendig, auf einmal wurde das Wort lebendig, auf einmal hat der Herr gesprochen und konnte mich erneuern. Ich habe geweint und geweint in diesem Gebetshaus. Ich habe wahrscheinlich den ganzen Schmerz von meiner vergeudeten Zeit dort hinausgeheult. Und dieser Vater hat mich abgeholt und gesagt, schau, ich mache etwas Neues. Deine Identität, das ist nicht das, was du mir bringst. Mir sind deine Talente so egal, Maria. Ich will dein Herz. Du kannst noch so gut sein, du kannst noch so auf die großen Bühnen, wenn du nicht mich kennst, nicht aus meiner Kraft lebst, nicht aus meiner Liebe lebst, wenn du nicht begriffen hast, dass ich dein Liebhaber bin, dein Vater, der dich liebt, dann ist alles, was du in Zukunft machen wirst, ist für nichts. Das berührt mich einfach heute auch immer wieder, weil ich das einfach so als großes Geschenk empfunden habe, dass Gott mich dort gerufen hat. Auf einmal wurde dieses Be still and know I am God, wurde lebendig für mich. Vorher dachte ich, still sein, ein Horror, eine Qual, niemals. Gott kann ja auch sprechen, wenn ich Auto fahre. Er kann ja auch sprechen, wenn ich jogge, wenn ich was auch immer. Aber still zu werden, nichts zu tun und zu warten auf diesen Vater, das ist etwas, was wir fast nicht können und wir müssen es lernen. Ich bin dankbar, dass ich schon Anfangsjahr jetzt bei euch sein darf, weil es ist eine Lektion, vergesst sie nie. Der Vater ist zu finden in der Stille, dort, wo dich niemand sieht. Es wird alles aus dieser Beziehung zum Vater kommen, was du in Zukunft machen wirst und was du für einen Impact haben wirst, wie du Autorität haben wirst, wie er das Reich durch dich bauen kann. Es ist matchentscheidend.
Sonst ist es nice, was wir tun. Es ist schön. Aber wir kommen an den Anschlag, wenn wir nicht in der Fülle vom Vater laufen, nicht aus seiner Energie heraus. Gott legte mir eine Geschichte ganz krass aufs Herz, und das ist die Geschichte von Maria und Martha. Ihr kennt sie bestimmt. Jesus ging in das Haus von Maria und Martha, und die Martha, die war so beschäftigt, die dachte, jetzt ist Jesus der, jetzt muss ich etwas auftischen. Ja, und sie hat alle Gäste bedient, und ich meine, sie hatte eine so wunderbare Art. Sie war gastfreundlich. Ich meine, ich finde das herrlich, dass sie das gecheckt hat. Wow, jetzt sind Leute da, ich gebe alles, was ich habe, gebe ich diesen Leuten. Und trotzdem kam sie in Stress, weil sie fand es nicht fair, dass ihre Schwester Maria einfach bei Jesus saß und nicht mithalf im Haushalt. Und dann ging sie zu Jesus, die Martha, und hat gesagt, Jesus, siehst du denn nicht, die Maria, die soll mir doch helfen. Das geht doch gar nicht. Wieso? Sag doch ihr, dass sie mir helfen sollen. Und Jesus hat ihr gesagt, Martha, Martha, was regst du dich auf? Was die Maria ausgewählt hat, ist besser. Es ist nicht das einzige Gute, aber in diesem Moment ist es besser. Und Gott hat mir gesagt, spannend ist ja auch, dass ich Maria heiße, aber das gilt natürlich für uns alle. Er hat mich gesagt, fertig mit Martha. Ich will, dass du deine Maria bist, dass du lernst, vor meinen Füßen zu sein, mich auszuhalten, mich kennenzulernen, mich zu lieben, diese Stille auszuhalten. Und dann darfst du eine gesunde Martha werden, die weiß, wenn ich im Haus bin, dass sie ihre Arbeit liegen lassen kann und mich genießen kann. Und diese Geschichte, ich glaube, sie spricht so sehr zu uns, dass wir in unserer Gesellschaft, wo wir drin sind, gerade in der Schweiz oder auch Deutschland, also dieses ganze europäische diese Business, wo wir drinstecken, ich finde es wirklich ein riesen Challenge für uns Christen. Wir müssen unglaublich wachsam sein, dass unser Dienst in der Gemeinde ist noch nicht alles. Ja, wirklich nicht. Es gibt manchmal auch Zeiten, wo wir diesen Dienst sein lassen und einfach Gott sind, Gott genießen. Und das ist nicht weniger wichtig. Die Zeit mit dem Vater ist genau gleich wichtig wie der Dienst in einer Gemeinde. Wie das, was wir nachher tun. Wir können es nicht umdrehen, sonst werden wir ausbrennen. Und dann kommt unsere große Frage. Gott, ich habe doch so viel gedient. Ich habe doch alles Gute getan für dich. Und jetzt bin ich da. Wieso? Weil wir vielleicht nicht aus dieser Kraft geschöpft haben von diesem Vater. Ich habe jetzt gerade das Hörbuch gehört von Brian Johnson. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Auch bei Brian Johnson ist ja der Worship Pastor von Bethel. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt When God Becomes Real. Und alle, die Englisch können, bitte hört euch dieses Hörbuch an oder lest dieses Buch. Er erzählt von diesem Zerbruch, von diesem Machen. Gott schafft etwas Wunderbares in Bethel. Die ganze Welt kann davon genießen. Aber er hat vergessen, dass Gott es tun möchte und nicht er diese Probleme lösen muss, nicht er diese Issues tragen muss, nicht er diese Probleme mit den Leuten lösen muss, sondern dass Gott es tun möchte mit ihm, aus einer richtigen Beziehung heraus. Ich habe begonnen, Lieder zu schreiben in diesem Gebetshaus, Predigten zu schreiben. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich überhaupt mal predigen werde. Ich dachte, keine Ahnung, für wen die sind. Und dieser Vater hat mein Herz wirklich restauriert. Er hat mir gesagt, wenn du nach Hause gehst, Maria, werde ich dich immer daran erinnern, dass ich dein Liebhaber bin und dass du aus dieser Liebhaberbeziehung heraus das tun wirst, was du tun wirst. Wir kamen dann nach Hause im Jahr 12 und ihr könnt euch vorstellen, ich bin dann wieder ins ICF gekommen. ICF ist eine Going-on-Church. Ich sage das nicht nur negativ. Sondern hat ganz viel Positives. Ich bin dann wieder in diese Leitungsfunktion gekommen als Worship-Leiterin. Ich wusste, es ist nach wie vor mein Platz. Und das hat mich hin und her gerissen. Dieses, Vater, wie soll ich denn und wie kann ich denn? Und das zu lernen, in dieser Ruhe zu bleiben, auch Nein sagen zu dürfen. Zu merken, ich muss nicht überall dabei sein, ich kann mich fokussieren. Ich habe gelernt, dass der Vater mich gelernt hat, wo ich Nein sagen darf, wo er gesagt hat, das ist jetzt nicht dein Ding. Du darfst dort einfach Nein sagen. Deine Familie, dass du die priorisierst, dass du Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge. Und ich kann euch sagen, heute, es sieht immer so aus für die Leute, dass ich mega, mega busy bin, aber das bin ich überhaupt nicht. Ich habe mein Leben einfach ganz klar fokussiert,
eingerichtet, dass die Zeit mit dem Vater nie zu kurz kommt und all das kommt aus dieser Beziehung heraus, dass ich merke, dann bin ich auch nicht müde, am Sonntag zu leiten. Ich habe einen wachen Geist, ich bin auch nicht müde, dann hierher zu kommen, weil ich die Zeit dafür habe. Ich bin aber auch nicht müde, am Abend für meine Teenagers da zu sein, die manchmal sehr anstrengend sind. Genau. Ich werde dann nicht müde, diesen Geist zu hören, der spricht in meinem Alltag. Wenn ich einkaufen gehe, diesem Geist Raum zu lassen. Und ich sage euch, den Frieden und die Ruhe zu haben im Herz, das ist wahrscheinlich das A und O, das wir wirklich anstreben müssen, auch wenn wir viel tun. Es ist ja nicht so, dass wir alle dann faul werden. Es ist nicht so, dass Gott will, dass wir faul sind, nein. Aber dass wir in diesem Tun, in den Frieden haben, weil die Quelle, wo wir schöpfen, klar definiert ist. Genau. Gott hat mich gelernt, Maria, ich möchte, dass du eine Worshipperin bist. Das hat nichts mit Singen zu tun. Nichts mit der Bühne zu tun. Es ist das Leben, ich rufe dich zu diesem Leben. Ich möchte, dass du zu Hause die gleiche bist wie auf der Bühne. Dass du nahbar bist, dass du auch zu Hause an deinen Issues arbeitest. Dort, wo wir auseinandergezogen werden, bei unseren Liebsten zeigen wir uns ja immer ganz gut, wie wir selber sind. Und das hat mein Herz so geheilt, zu wissen, wenn ich mal nicht mehr singen könnte. Früher, wenn man mir das gesagt hätte, ich wäre tot gewesen. Was mache ich dann? Wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr singen kann oder nicht mehr predigen kann? Und zu wissen, es ist nicht meine Identität. Gott kann aus Schwächen Stärken machen, die wir noch gar nicht sehen. Dazu ist er fähig. Und das hat mich befreit. Ich habe dann im Jahr 14 hatte ich eine Zyste auf den Stimmbändern bekommen. Ich war sehr viel erkältet und habe dann trotzdem gesungen. Wir hatten große Musical-Projekte, wo wir dann mehrere Tage hintereinander gesungen haben, wo ich dann meine Stimme einfach total strapaziert habe. Und ich merkte dann, ich wurde sehr schnell heiser. Auch das Sprechen war ganz anstrengend für mich und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und ich wusste, Gott wird mich jetzt nochmal prüfen. Er wird irgendetwas jetzt in meinem Leben nochmal, mich nochmal ausdrücken, zum Schauen, wo mein Herz wirklich ist. Ich ging dann zum Arzt und der hat mich dann untersucht und hat gesagt, wissen Sie, Frau Fichter, sind Sie berufliche Sängerin? Und ich habe dann gesagt, nein, einfach Hobby, ist eine große Leidenschaft. Und er hat dann gesagt, ja, ich habe ein bisschen eine schlechte Botschaft für Sie, weil Sie müssen wissen, diese Zyste, die muss man operativ entfernen, die kann man nicht wegtrainieren, so wie Stimmknötchen oder so, oder Stimmbänderknötchen. Und er hat mir gesagt, und eine Operation ist immer ein Risiko, Sie können die Stimme komplett verlieren oder sie kann wieder gut werden, aber wahrscheinlich nie mehr hundertprozentig. Ich kann Ihnen einfach sagen, es ist 50-50. Und ich sage euch, ich saß auf diesem Stuhl und wenn mir das ein paar Jahre vorher passiert wäre, ich wäre zusammengebrochen nach Hause gegangen und gesagt, Gott meint es so nicht gut mit mir. Das ist nicht fair. Warum? Ich saß auf diesem Stuhl und habe ihm gesagt, meine Stimme ist nicht meine Identität. Das ist okay. Wir machen die Operation, es wird schon gut kommen. Und ich war so ruhig und ich wusste einfach, Vater, wenn du mir diese Stimme wirklich abstellen möchtest jetzt für die nächsten paar Jahre, was auch immer du mir damit sagen möchtest, ich weiß, das wird zu meinem absolut Besten dienen. Dann wird es irgendeinen ganz guten Grund haben, dass ich nicht singen kann und ich gehe mit dir dort durch. Es war dann so, dass ich eine Woche gar nicht sprechen durfte, das war Horror. Genau, meine Kinder, ich habe dann immer, meine Kinder waren in einem Lager, aber mein kleiner Junge war dazu mal 5 Jahre alt, er hat immer gesprochen und immer gefragt und ja, ich musste dann immer mein Zeugs packen und ein bisschen weggehen, dass ich einfach still sein konnte. Das war ganz schlimm und ich habe dann einfach einen Heilungsprozess durchgemacht von vielleicht 1,5 Jahren, wo ich nicht gesungen habe. Wo auch das Sprechen einfach anstrengend war, ich musste in die Logopädie gehen und heute bin ich mit meiner Stimme vielleicht, ja, was würde ich sagen, zu früher vielleicht 60% noch, aber wisst ihr, das ist so egal. Ich weiß, dass ich einfach gesalbt bin heute und ob diese Stimme schwach ist oder stark, das ist Gott so egal. Wenn ich nicht mehr singen mag, dann mag ich nicht mehr singen, dann singt halt jemand anders diesen Lied, das ist doch völlig okay. Aber es ist wie so, ich merke, dass diese Gnade vom Vater, sie genügt. Diese kaputten Gefäße kann er flicken und kann so viel was Schöneres draus machen. Und
ich habe auch gemerkt, dass Gott sagt, und wir denken ja viel, dass unsere Stärken auch diese Sachen sind, die wir für Gott einsetzen müssen. Ich glaube, das stimmt zum Teil, aber unterschätzt nicht, was Gott noch in dich hineingelegt hat, was du noch gar nicht weißt, dass er gebrauchen will. Unterschätzt das nicht, dass Gott was wecken kann in deinem Leben, wo du nie weißt, dass du das tun könntest. Vor Leuten zu stehen und zu predigen, wenn man mir das gesagt hätte vor ein paar Jahren, ich hätte gesagt, nie im Leben, ich kann es nicht, ich bin so schwach. Ich stottere, ich werde rot, ich weiß nicht, was sagen. Und heute merke ich, dass es etwas ist, was Gott mir einfach geschenkt hat, was ich gar nicht entdeckt habe. Heute weiß ich aber auch, dass meine Stimme nicht mein Kapital ist, weder mega wichtig ist noch unwichtig. Sie ist einfach, aber sie ist nicht mein Leben. Worship ist mein Leben. Anbeterin zu sein ist mein Leben. Eine Liebhaberin zu sein vom Vater. Ich liebe es, am Morgen in meinem Sessel zu sitzen, in meinem Schlafzimmer, diesen Vater zu genießen. Und zudem merke ich auch, wenn ich dann auf der Bühne stehe, bin ich einfach frei heute. Das ist sowas. Ich kann euch sagen, frei zu sein auf einer Bühne. Oh, ist das entspannend. Zu jauchzen, zu tanzen, ist doch egal, ob jemand tanzt. Wenn ich tanzen will für diesen Herrn, dann tue ich es einfach. Es ist mir so egal, was die Leute denken. Das macht so frei. Aber mein Leben, ich muss niemandem was beweisen, weil ich einfach weiß, es ist okay so. Und ich möchte euch so ermutigen, diesen Weg in Angriff zu nehmen, dieses Vaterherz wirklich zu suchen. Gott ist eine Generation am Wecken, weg von Machen hin zu Liebhabern. Eine Generation am Wecken, weg von Machen hin zu Liebhaben. Ich spüre das überall, wo ich bin. Dass da junge Leute kommen, die Liebhaber sind von Jesus. Und ich sage euch, die haben Power, weil sie nicht Macher sind, sondern schon aus frühester Kindheit irgendwas im Herzen haben, das brennt für dieses Vaterherz. Die 2-3 Stunden auf den Knien sein können vor diesem Vater. Und es nicht als vergeudete Zeit anschauen. Wir haben im Gebetshaus 15-jährige Teenager, die schon 40 Tage fasten. Ich weiß nicht, wie man das macht. Es ist für mich ein Rätsel und Gott ruft sie, Liebhaber zu sein in seinem Reich. Und ich sage euch, was sie aus dem Maul lassen, das hat Kraft wie ein zweischneidiges Schwert. Und was sie bewegen werden, sie werden die Welt wirklich verändern. Und für uns ist es nicht zu spät, auf diesen Zug aufzusteigen mit dieser Generation, die kommt. Weil wir selbst geweckt werden, dass der Vater uns mehr ins Herz legt. Ja, diese Sehnsucht, wir kennen sie doch alle, oder? Und am Sonntag, wenn wir nach Hause gehen, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich möchte noch mehr, Vater. Und das wird der Pastor dir nicht geben. Es gibt dir die Gemeinde nicht das mehr, es gibt dir nur der Vater. Er ist die Quelle vom Leben, er löscht den Durst in unserem Herzen. Er ist das Brot, von dem wir satt werden können, nicht unser Pastor. Nicht die Abhängigkeit von unserer Kirche, lasst uns nicht abhängig sein von unseren Pastoren. Wenn sie scheitern, dass wir auch gerade scheitern, wenn sie Höhenflüge haben, dass wir auch wegen ihnen Höhenflüge haben, dass wir alles, was sie sagen, mit einem Ja und Amen quittieren. Nein, lasst uns selber weise sein in der Kirche, weil wir werden so unseren Pastoren dienen. Wir werden sie freisetzen. Selber mündige Christen, die wichtig sind in einer Kirche, Leute hineinzunehmen, ihnen zu zeigen, wie Jesus wirklich ist, was er für jeden Einzelnen bereithält. Und das ist die lebendige Beziehung. Wir wünschen sich für jeden Einzelnen, der in die Kirche kommt, dass er eine lebendige Beziehung hat zum Vater. Und wir möchten sie dorthin führen. Wie gesagt, habe ich vor 2 Jahren gekündigt im ICF. Ich hatte den Eindruck, dass die Zeit im ICF nicht vorüber ist, sondern einfach die Anstellung. Ich wusste, dass mein Platz nach wie vor im ICF sein wird und bin jetzt Anfangsjahr in dieses Gebetshaus gekommen. Und das ist etwas, als ich angefragt wurde für in dieses Team, habe ich einfach gemerkt, ja, genau, das ist das Nächste. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir
in dieser Unabhängigkeit von der Kirche immer offen sind für das, was der Vater uns sonst noch rufen wird, weil es auch den Dienst außerhalb der Gemeinde gibt. Das Worship-Sein, das Worshipper-Sein, das hört nicht auf, wenn wir zu Hause sind. Und es kann sein, dass Gott dir auch noch andere Sachen vor die Füße legen wird, die nichts mit deiner Gemeinde zu tun haben. Dann geh zu deinem Pastor, wälze es mit ihm, erzähl ihm dein Herz, dass er dich aussenden kann für diesen übergemeindlichen Dienst, wo Kirchen vielleicht zusammenfinden, wo du zu Hause mit deinen Nachbarinnen, was auch immer, was starten kannst. Aber prüfe immer, was dran ist, weil wir können sehr schnell sehr viel tun, weil sehr vieles gut klingt. Ich habe mich entschieden, im ICF nur noch Worship zu machen. Ich bin nicht im Ladies Ministries, ich gehe nicht die verschiedenen Angebote, ich mache nur das. Und das entspannt. Und zwar nicht, weil das andere nicht gut ist, sondern weil es einfach nicht das ist, was ich auch noch tun muss. So kann ich spontan sein und hören, was der Vater von mir will. Und das ist sowas Befreiendes. Als ich noch eine kleine andere Geschichte, vielleicht zur Ermutigung auch, diesen Vater zu hören, das war für mich vorher einfach nicht machbar. Ich konnte ihn nicht hören, ich konnte nicht differenzieren, wem diese Stimme gehört. Was mir vor die Füße gelegt wurde, habe ich einfach genommen. Aber wenn der Heilige Geist beginnt zu sprechen, dann werden wir es erkennen, wenn wir eine Beziehung haben zum Hirten. Vorher sind wir Schafe, die taub sind für diese Stimme. Wir hören ganz viele Stimmen und können deshalb auch nicht herausfinden, wo das der Vater uns haben möchte. Wir sind von Amerika nach Hause gekommen und dann, mir hat jemand in Amerika schon gesagt, dieser Bauernhof, wo du aufgewachsen bist, schau, dass dieser Bauernhof in deiner Familie bleibt. Das ist mega wichtig. Und ich habe da gedacht, gut, ich werde es weiterleiten. Ich habe zwei Geschwister und ich wusste schon dazu mal, die kommen beide nicht in Frage, diesen Hof zu übernehmen. Aber das habe ich natürlich extrem großzügig ignoriert, weil das war für mich der schlimmste Gedanke überhaupt, zurück ins Emmental zu ziehen. Ihr müsst euch vorstellen, wir wohnen ganz abgelegen auf einem Hügel, wirklich nur unser Haus, weit und breit kein anderes Haus. Ich bin dort aufgewachsen, es war eine schöne Kindheit. Aber dorthin zurückzuziehen, ich habe immer gesagt, nie, nie im Leben. Ich bin auch nach Hause gekommen von Amerika und dort hat mein Papa hat mir dann erzählt, als ihr in Amerika wart, hatte ich dreimal denselben Traum. Und Gott hat mir in diesem Traum gezeigt, dass da Leute die Straße hochgekommen sind, die bedürftig sind und die hier Zuflucht finden. Und ich dachte nur so, ja, schön. Und das hat so viel gemacht mit meinem Herzen. Ah, genau, diese Frau in Amerika hat noch gesagt, there will be places of refuge, diese Bauernhöfe in der Endzeit. Und dann habe ich das ignoriert, immer und immer wieder. Aber so wie Gott ist der Vater, ich hätte vor Amerika hätte ich diesen Wink nie erkannt. Aber nach Amerika, nach diesem Erlebnis mit meinem Papa, nach dieser Bindung mit dem Vater, wusste ich, dass er mich da stößt in etwas hinein. Ich bin dann einmal laufen gegangen in den Wald und dann habe ich wirklich laut zu Gott gesagt, Herr, was willst du eigentlich? Ich will nicht dorthin. Das geht nicht. Was willst du? Und dann habe ich wie eine Stimme gehört in mein Herz hinein. Wenn du sagst über deinem Leben, das mache ich nie oder das mache ich immer, das will ich nie. Du musst wissen, all diese Festlegungen, die kann ich nicht brechen und keinen Einfluss nehmen. Und ich wusste in diesem Moment, ich muss dieses nie über meinem Leben brechen. Dieses, ich mache das bestimmt nie. Wie viel sagen wir, also ich gehe nie auf Afrika, nie im Leben. Das hätte ich auch gedacht, im letzten Frühling waren wir dort. Genau, noch mit Kindern, das macht man eigentlich nicht, aber das war auch so ein Ruf, genau. Gut, das nur so by the way. Ich habe das gebrochen in diesem Wald, dieses Nie über meinem Leben, über allen Vorstellungen, wie mein Leben aussehen muss in Zukunft. Und ich sage euch, da ist eine Freiheit gekommen. Die Scheuklappen, die gingen auf und auf einmal sah ich, krass, stimmt. Ich hab's ja so auf dem Herzen, für Menschen da zu sein, Menschen zu beherbergen. Ach stimmt, wir können ja eine Ferienwohnung bauen. Ja, wir haben ja ein Gästezimmer für Leute. Ah, und ich liebe ja Blumen, ich kann ja einen Blumengarten haben. Und eins nach dem anderen ist da gekommen, dass ich auf einmal gesehen habe. Und wir sind dann ein Jahr später dorthin gezogen und das war nie mehr schlimm. Das Gegenteil, ich hoffe heute fest, dass ich noch lange nicht gehen muss. Weil ich weiß, dass unser Weg weitergehen wird, wenn die Kinder aus der Schule sind. Ich weiß es jetzt schon. Und das hilft mir, mich nicht an dieses Haus zu hängen.
einfach loszulassen und zu sagen, Vater, das ist nicht das Paradies. Es ist zwar ein Paradies. Oh, es ist ein Paradies, wirklich. Genau, aber ein irdisches. Und ich sage, es lass es wieder los, wenn die Zeit dafür kommt, was Neues zu tun. Wenn es nur das Erbe weitertragen ist, dann wird das Sinn machen. Und dann kommt das Nächste. Und schaut, das ist Worship. Das heißt, Anbeter zu sein. Das heißt, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Geld, mit unserem Sein, mit unserem Leben Gott zur Verfügung zu stehen und zu sagen, was auch immer du willst, Vater. Mein Leben darf sich wenden. Es heißt nicht, wenn ich gut singen kann, dass immer die Bühne meine Plattform ist. Wieso sollte das so sein? Kann sein, muss nicht. Aber die Anbetung wird nie aufhören. Die Anbetung zu Hause, die wird nie aufhören. Meine Anbetung mit den Kindern, sie wird nie aufhören. Mit meinem Mann, das Beten in unserem Schlafzimmer miteinander, es wird nie aufhören. Meine Beziehung zu Jesus wird nie aufhören. Und ich tränke mich mit dieser Liebe jeden Tag, weil ich nicht mehr ohne sein könnte. Und ich merke es, unabhängig zu werden von dem, was ich tun muss, sondern von dem, was ich will, hat mir Freiheit gebracht. Und ich wünsche euch. Amen. Amen. Soll ich noch beten? Gerade für diese Sachen. Vielleicht hat es dich ja auch wirklich getroffen irgendwo. Und ich glaube, dass der Vater irgendwo auch rufen wird. Ich habe da wirklich den Eindruck gehabt, dass es ganz wichtig ist, dass er diese Botschaft heute hört und nicht später. Und ich weiß auch, dass ihr sie schon ganz viel gehört habt. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach deine Braut rufst, deine Kinder rufst in diese Daddy-Beziehung. In dieser Liebhaberbeziehung. Ich weiß, dass es gerade für die Männer manchmal so schwierig ist, uns als Braut zu sehen. Aber Vater, ich weiß, dass es so viele Geheimnisse in dieser Liebschaft hat. Eine Tochter, ein Sohn zu sein vom allerliebsten Vater. Von einem Vater, der es einfach gut meint mit uns. Der nichts zulässt, was uns schaden könnte. Und ich danke dir, dass du das heute einfach in unsere Herzen setzt. Dass es uns nicht mehr loslässt. Dass du uns einen Weg zeigst, in unserem busy Alltag Zeiten zu finden mit dir, wo wir Kraft schöpfen können. Hilf uns abzuschneiden, wenn da Sachen sind in unserem Leben, die nicht notwendig sind, die zwar schön sind, christlich aussehen, aber nicht das ist, was du willst. Hilf uns, das zu erkennen. Und hilf uns, Vater, Prioritäten so richtig zu setzen. Was ist schon unser Worship auf der Bühne, wenn unsere Ehen kaputt gehen? Wenn unsere Kinder zu kurz kommen, wenn unser Leben nebendran, wenn wir immer wieder straucheln und nicht auf die Füße kommen, was ist es schon? Ich bitte dich, Vater, hilf uns zu erkennen, wo es dran ist, wo was wir investieren müssen, wo wir Zeit haben müssen, wo wir bewusst mehr Zeit einplanen können in unserem Alltag. Ich danke dir, dass du zu jeder einzelnen Person hier sprichst, zu diesen wunderbaren Menschen, Vater, die eine Sehnsucht haben nach deinem Herzen. Und ich weiß, dort, wo Sehnsucht ist, wirst du dich finden lassen. Du bist ein guter, liebender Papa. We love you. Amen.